Dabei sein ist alles, heißt es ja so schön. Und das gilt auch für diese drei Athletinnen und Athleten des SC Berlin. Denn für Eiskunstläufer Minerva Hase, Nolan Segert und Paul Fens geht es im Februar zu den Olympischen Winterspielen nach Peking. Doch bereits jetzt werden die drei schon symbolisch von ihrem Verein verabschiedet. Man arbeitet ja sein ganzes Leben darauf hin, seitdem man halt quasi weiß, dass man den Leistungssport macht, will man zu den Olympischen Spielen. Und dass es jetzt wahr wird, ist natürlich ja, einmalig und wunderschön. Seit 2014 treten Minerva und Nolan als Paar an und laufen seit Jahren auf den großen Bühnen mit. Doch für Olympia hat es bis jetzt noch nicht gereicht. Verletzungsbedingt schieden die beiden in den nationalen Ausscheidungsläufen 2018 aus. Doch nach viel harter Arbeit und Training, für das sie sogar regelmäßig nach Sochi pendeln, hat es nun endlich geklappt. Es werden für die beiden die ersten Olympischen Spiele sein und dementsprechend haben sie sich auch viel vorgenommen. Man muss jetzt ehrlicherweise sagen, wir wissen, dass wir wahrscheinlich nicht um die Medaillen laufen werden, aber wir versuchen, in die Top 10 zu laufen und die bestmöglichste Leistung aufs Eis zu bringen. Für Paul Fens wird es bereits die zweite Teilnahme sein. 2018 in Pyeongchang belegte er schon den 22. von 30 Plätzen. Dieses Mal hat es aufgrund von Verletzungen und dadurch mangelnden Top-Leistungen zwar nicht für den Einzelwettbewerb gereicht, doch trotzdem wird Paul für das deutsche Team im Mannschaftswettbewerb antreten. An seiner Vorbereitung ändert sich dadurch allerdings nichts. Gar nichts. Also ich trainiere ja weiter ganz normal, also hart und normal. Weil ich laufe ja mit den gleichen Programmen bei Olympia, wie ich auch bei den anderen Wettkämpfen laufe und ich bereite mich halt wie ganz normal auf einen Wettkampf vor. Also bleibt alles beim Alten. Bevor es für die drei Top-Talente des SC Berlin auf die knapp 9500 Kilometer lange Reise nach Peking geht, ist selbstverständlich noch etwas Zeit. Bis dahin werden Minerva Hase, Nolan Segert und Paul Fens weiterhin fleißig trainieren. Und egal, ob es dabei geht, Erfahrung zu sammeln oder sich für das Team stark zu machen, dabei sind sie auf jeden Fall.